Schwestern, meine lieben Brüder. In Zeiten wie diesen, in denen so viele Überschriften jede Sekunde fabriziert werden, ist es eine spannende Frage, worauf wir denn achten. Und dieses Wort, das wir uns nicht verwirren lassen sollen, das Jesus heute im Evangelium sagt, spricht uns vielleicht besonders an. Wem und was, wem gilt unsere Aufmerksamkeit? Worauf achten wir? Wir kommen Sonntag für Sonntag in diese freudige Sonntagsschule zusammen, dass wir lernen, auf die Stimme dessen zu achten, der allein wichtig ist. Auf Jesus. Das bedeutet es, Christ zu sein. Das bedeutet es, als Kirche zu leben. Auf die Stimme Jesu zu achten und auf die Stimme derer, die vor uns geglaubt haben. In diesem Sinn ist dieser Sonntag mit seinen Lesungen ein wunderbarer Lernsonntag, um zu erfahren, wie macht man das denn? Wir hören von den großen Problemen, die die frühe Kirche am Anfang hatte. Wie ist das? Bleiben wir sozusagen in den Regeln des Judentums und grenzen damit andere aus oder öffnen wir uns? Diese Frage entscheidet Paulus und auch so ein erfahrener Missionar wie Barnabas nicht allein. Wir wissen, dass es da durchaus Spannungen gab zu dem alten Apostelkreis in Jerusalem. Aber man setzt sich diesen Spannungen aus. Man entscheidet es eben nicht allein, sagen wir machen halt hier unsere supermoderne Öffnungskirche. Nein, man sucht die Entscheidung gemeinsam. Und wir lernen in der Lesung aus der Offenbarung des Johannes, in dem Gott selber sagt, seht, ich mache alles neu, dass Gott sich dennoch in dem Neuen verpflichtet auf das, was er selber in der Geschichte begonnen hat. Was finden wir in dieser neuen Stadt, die vom Himmel herabsteigt? Vieles ist neu, aber nicht alles. Wir finden die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben und die Namen der 12 Apostel des Lammes. Wir finden sie auf den Fundamenten und den Toren. Es bleibt eine Wiedererkennbarkeit, eine Identität. Und Jesus vertieft das heute noch einmal, wenn wir ihm zuhören, was er in seiner langen Abschiedsrede an die Jünger am Vorabend seines Sterbens sagt. Er spricht vom Heiligen Geist. Ein bisschen schwach auf der Brust ist das im Deutschen übersetzt mit Beistand. Das ist möglich, dieses Wort, aber es ist ein Anwalt, es ist ein Paraklet, wie das Fremdwort heißt, ein Tröster. Jesus hat vorher gesprochen, dass es der Geist der Wahrheit ist. Jetzt ändert er sozusagen diese Bedeutung und erweitert sie und spricht von dem Geist als Tröster. Der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Adrienne von Speyer, diese Mystikerin des 20. Jahrhunderts, hat darauf hingewiesen, und zu Recht, dass zwischen Wahrheit und Trost ein Zusammenhang besteht und nicht nur ein Zusammenhang, sondern dass es eine Einheit ist. Wenn wir so die Erwartungshaltungen sehen, die man an kirchliche Verlautbarungen stellt, ob das päpstliche Schreiben oder Synodenbeschlüsse sind, das lassen wir einmal dahingestellt, dann gibt es eine verlorene Einheit zwischen beiden. Dann hat man den Eindruck, dort soll ein Trost gegeben werden, der über die Wahrheit hinweg tröstet. Aber hier werden wir in die Wahrheit hineingetröstet. Und das allein ist Trost. Das allein ist geistgewirkter Trost, wirklicher Trost. Sich in die Wahrheit hineintrösten lassen, das ist das Geschenk, das Jesus seinen Jüngern am letzten Abend seines Lebens gibt. Auf diesen Trost bereitet er die Jünger vor und uns. Sie sollen wissen und wir sollen wissen, dass der Geist nicht bloß Aktion, sondern auch Betrachtung ist. Nicht etwas in sich Abgeschlossenes, sondern etwas Bleibendes und Offenes.
Vielfach hören wir die Rede vom Geist Gottes und er wird zuweilen oft bemüht, manchmal auch missbraucht. Das sei immer das vollkommen Überraschende und Neue. Ja, das stimmt. Gottes Geist überrascht und erschafft Neues, aber immer erkennbar. Es gibt nie einen Schnitt. Sonst wären die Texte, die wir heute gehört hätten, wertlos. Es wird das sozusagen in einem Wachsen auch der Erkenntnis, wird das abgestoßen, was dem Evangelium widerspricht, was dieser Glaubensspur durch die 2000 Jahre, was sich nicht organisch einfügt, wie das in der Natur geschieht. Aber es gibt nie einen vollkommenen Cut, einen Schnitt und daneben entsteht etwas vollkommen Neues. Das ist nicht die Spur des Heiligen Geistes, liebe Schwestern und Brüder. Das ist nicht die Lehre Jesu, in die wir hineingetröstet werden sollen durch die Kraft dieses Geistes. Sein Wort, seine Lehre, er selber muss erkennbar bleiben in dem, was er gewollt hat, in dem, was er getan hat, in dem, was er gesprochen hat. Der Geist als Tröster. Denn das ist, was die Jünger durchleiden, wenn wir noch einmal auf sie achten. Wir haben das schon öfter getan in der Osterzeit und davor. Das geschieht ja auch uns. Es gibt nicht wenige, die sich in der Kirche verlassen vorkommen. Auch ein wenig ratlos, ungetröstet. Aber genau darauf bereitet uns das Wort Jesu ja vor. Wir sollen diese Situation meistern können, und wir können sie ohne den Trost und ohne den Tröster nicht meistern. Wir können es ohne den nicht meistern, der uns in die Wahrheit hineintröstet und nicht über sie hinweg. Der Geist wird euch alles lehren. Er führt in die Wahrheit ein, weil er das lebendig macht. Und wie Jesus sagt, weil allein die Wahrheit frei macht. Alles andere ist Theater, schlechtes Theater. Es gibt eine Wiedererkennbarkeit in einem letzten Schritt zwischen dem Tröster und dem Herrn, in seiner Lehre. In den Eigenschaften, die der Geist hat, erkennen wir Jesus selber wieder. Jesus übergibt sozusagen an den Geist das, was die Jünger an ihm jahrelang erfahren durften, was sie in ihm von Gott erkennen durften. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Lehren des Geistes also, seine Überraschungen und sein Neues, steht nicht außerhalb dessen, was Jesus gelehrt hat. Sie können gar nichts anderes ausdrücken, als das, was Jesus selber sagt. Und wenn wir heute anfangen, manchmal auch in kirchlichen Papieren, den Heiligen Geist gegen das Wort Jesu auszuspielen, dann spricht sich das ein eigenes Urteil. Das ist wertlos. Es gibt eine Erkennbarkeit der Lehre des Wortes Jesu und wie die Kirche es durch die Jahrhunderte hindurch gelebt hat. Das ist die Spur, in der wir zu gehen haben. Das ist Glaube, liebe Schwestern und Brüder, der tröstet in die Wahrheit hinein. Das ist Glaube, der sich nicht erschöpft in der Beschreibung von Organisatorischem, sondern das ist Glaube, der organisch ist, weil er weiß, das Lebendige in ihm ist das Wort Jesu, ist der Geist, der tröstet und der ermutigt zu diesem Glauben. Und es sind diejenigen, die Spur des Glaubens aufgenommen haben, die diesen Glauben in ihrem Leben durchbuchstabiert haben. Dazu ermutigt uns Gottes Geist, uns hier und heute, auch in unübersichtlichen Zeiten, dass auch wir im Glauben wachsen und uns vom Geist in die Wahrheit hinein trösten lassen.